Lilo, heute ein kurzer Linktipp. Worum dreht sich's denn? Erstmal wird mir schwindelig rauf. So. Es dreht sich um Folgendes. Ich habe ja diesen Strato-Server und jetzt habe ich mal geguckt, ob man das nicht noch ein bisschen sicherer einrichten kann. Und da gibt's bei den Strato-FAQs einen schönen Artikel, wie man das Ganze etwas besser absichert. Ich hatte ja ein Root-Login. Ich konnte mich als Root einloggen auf meinem gemieteten Server. Und hier wird dann schön beschrieben, wie man den Root-Login abschaltet, ne, weil es sicherer ist, damit sich nicht jeder, der das Root-Passwort irgendwie rauskriegt, dort einloggen könnte, theoretisch. Und hier wird das dann schön Schritt für Schritt beschrieben. Finde ich gut. Gut, zunächst loggt man sich noch wie gewohnt als Root ein. Fügt einen User hinzu, der kriegt ein Passwort, ne, der Benutzer, den wir da anlegen. Nehmen wir mal einen The Recrunner, kriegt ein Passwort. Bisher hatten wir ja nur Root. Dann macht man noch ein Verzeichnis, Home, The Recrunner. Dann kriegt der mit Chown, ne, da wird noch die Benutzerrechte quasi eingestellt, also der Owner, der Besitzer dieses Verzeichnisses, wird noch zugeordnet und der Benutzer, The Recrunner, in dem Fall wäre der Gruppe Users zugeordnet, also nicht der Administratoren. Nun, auch dieser User, der hat also auch nicht die Möglichkeit, mit sudo was zu machen. Und hier im Folgenden, das überspringe ich mal, hat man dann später, wenn man sich als Benutzer einloggt, immer noch die Möglichkeit, mit su Leerzeichen minus l sich wieder als Root einzuloggen. Also man braucht keinen sudo oder keinen separaten Root-Login mehr. Man gibt einfach ein, wenn man sich als normaler User eingeloggt hat, in su Leerzeichen minus l, gibt das Root-Passwort ein und schon ist man drin. Und das ist der Grund, warum man jetzt keinen separaten Root-Login mehr braucht. Dann wird hier noch schön beschrieben, das finde ich sehr gut, ein Public Key Authentication Verfahren, dass ich auf einem lokalen Rechner hier auf diesem PC eine Schlüsseldatei habe. Dann wird hier schön beschrieben, wie ich die übertrage auf den entfernten Server. Jetzt kennt sich der Server und der lokale Rechner, die kennen sich, ne? Und schon wird über SSH, über eine sichere Verbindung, dieser Schlüssel ausgetauscht, einmalig, und dann kennen die sich. Ich brauche noch nicht einmal mehr das Passwort eingeben. Das ist sehr, sehr schön. Na gut, der entsprechende Ordner, der dabei angelegt wird, den sollte man sich dann schön abspeichern, Backup machen. Denn falls man den Server irgendwann mal neu startet neu aufsetzt, und der Public Key verloren geht, dann ist das vielleicht nicht so gut. Oder man formatiert hier seine Festplatte, spielt meinetwegen Linux Mint drauf und hat plötzlich diesen Key nicht mehr, dann kommt man schlecht da rein. Also den Public Key von der lokalen Platte im versteckten Ordner SSH dann sichern. Gut, sehr schön beschrieben, finde ich gut, war mir dieses Video wert. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.